Die Sphinx ist ein Monument, zu dem es keine zufriedenstellende Antwort gibt, was sie eigentlich ist oder war. Seit Jahrtausenden wacht sie über die Pyramiden von Gizeh. Heute tauchen wir in die Theorien zu dieser antiken Gestalt ein. Was fällt uns auf, wenn wir sie betrachten? Die Proportionen scheinen nicht zu stimmen, also die des Kopfes zum Rest des Körpers. Die Pfoten sehen aus wie die von einem Löwen, aber der Rücken ist flach. Wer hat jemals einen Löwenkörper mit einem flachen Rücken, keiner stolzen Brust und ohne Mähne gesehen? Die Ägypter waren aber sonst immer sehr akkurat in ihrer Kunst. Wie kann man sich das erklären? Wessen Gesicht soll die Sphinx darstellen? Und wie alt ist die Sphinx eigentlich? Fangen wir mit der Frage an, wessen Gesicht die Sphinx angeblich zeigen soll und wie man sich die Proportionen erklären könnte. Offiziell wird angenommen, dass die Sphinx während der Herrschaft des Pharao Chephren um 2500 vor Christus erbaut wurde. Ihm wird auch die zweitgrößte Pyramide auf dem Gizeh-Plateau zugeschrieben. Diese Annahme stützt sich auf die Nähe der Bauwerke zueinander und auf Elemente, die auf diese Zeitperiode hinweisen. Allerdings gibt es auch alternative Theorien, die behaupten, dass die Sphinx viel älter sein könnte. Der deutsche Archäologe Ludwig Borchardt bemerkte, dass die Kopfbedeckung der Sphinx, der sogenannte Nemes-Kopfschmuck, Streifenmuster aufweist, die erst in der mittleren Königsperiode üblich wurden, also hunderte von Jahren nach Chephren. Borchardt argumentiert, dass die Sphinx aus der Zeit des Alten Reichs stammt, der Kopf aber später in der mittleren Reichsperiode neu gestaltet wurde. Das wirft weitere Fragen auf. Wenn der Kopf der Sphinx tatsächlich in einer späteren Periode neu gestaltet wurde, wessen Gesicht sehen wir dann heute? Und was könnten die Gründe für eine solche nachträgliche Anpassung gewesen sein? Wie sah sie vorher aus? Offizielle und traditionelle Sichtweisen neigen dazu, die Sphinx als einheitliches Werk aus der Zeit Chephrens zu sehen, während alternative Ansichten komplexere und eine unterbrochene Baugeschichte annehmen. Was auffällt, der Kopf ist im Verhältnis zum Körper unverhältnismäßig klein, was einige als Hinweis sehen, dass der ursprüngliche Kopf verändert wurde. Die Theorie konzentriert sich vor allem darauf, dass die Proportionen nicht den typischen ägyptischen Normen entsprechen, denn die Ägypter haben viel Wert auf Symmetrie und Verhältnismäßigkeit gelegt. Wurde die Sphinx ursprünglich als Löwe gebaut? Die Sphinx hat einen flachen Rücken, keinen massiven Brustkorb und keine Mähne. Untypische Merkmale für einen Löwen. Wenn wir uns anschauen, wie die Ägypter Löwen dargestellt haben, wird diese Theorie sehr unwahrscheinlich. Wenn sie nicht als Löwe konzipiert wurde, was war sie dann? Ein Tier mit geradem Rücken und einer Körperhaltung, die sich mit der Darstellung deckt, die wir hier sehen. Wenn wir die Sphinx als Wächter über eine Nekropole interpretieren, wie der Autor Robert Temple, dann gäbe es da einen Kandidaten. Die alten Ägypter hatten einen Gott namens Anubis, der als Wildhund oder Schakal in einer hockenden Haltung dargestellt wurde. Anubis war der Wächter der Toten, also äußerst wichtig für die alten Ägypter. Könnte der Kopf, den wir heute sehen, aus dem Hals des Anubis gemeißelt worden sein? Die Proportionen würden stimmen, die Haltung auch. Klingt und sieht plausibel aus, zumindest auf den ersten Blick. Wir kommen aber gleich nochmals darauf zurück. Warum den Kopf überhaupt ändern? Könnte das religiöse Gründe gehabt haben? Das Zerstören von Denkmälern vorheriger Herrscher ist ein Phänomen, das unter dem Begriff Damnatio Memoriae bekannt ist. Dieser lateinische Ausdruck bedeutet Verdammung des Andenkens und kam mehrfach in der ägyptischen Geschichte vor, wie nach dem Tod Hatschepsuts, als Thutmosis III. Die Erinnerung an seine Vorgängerin und Stiefmutter auslöschen wollte. Also wurden ihr Name und Bildnisse von Tempeln und Monumenten entfernt. Auch Echnaton, der wahrscheinlich erste Monotheist, fiel dem zum Opfer. Er führte den Kult des einen Gottes Aton ein und verdrängte die bisherigen Götter. Nach seinem Tod unternahmen seine Nachfolger, insbesondere Tutanchamun und Haremhab, große Anstrengungen, die Spuren von Echnatons monotheistischer Revolution zu beseitigen, indem sie Tempel und Artefakte, die ihm und dem Aton gewidmet waren, zerstörten oder umwidmeten. Auch die Pharaonen Sethos I. und Ramses II. Ließen häufig die Namen und Bilder früherer Herrscher von Denkmälern entfernen und durch ihre eigenen ersetzen. Diese Praxis war teilweise von dem Wunsch getrieben, ihre eigene Bedeutung und ihren Ruhm zu vergrößern. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Feinde Ägyptens sich nach einer Eroberung an den Denkmälern und Bauten, wie zum Beispiel der Sphinx, zu schaffen gemacht hatten. So oder so wäre es für die Ägypter nahezu unmöglich gewesen, den Kopf zu rekonstruieren, weil die Sphinx aus einem massiven Block gehauen wurde. Ein späterer Pharao könnte dann befohlen haben, sein Gesicht aus den Überbleibseln meißeln zu lassen.
Wie steht es um die Theorie, dass sie ursprünglich Anubis darstellte? So faszinierend sie ist, leider nein. Denn dem widerspricht einfach die Physik. Wissenschaftler haben das Gewicht eines solchen Kopfes berechnet und nach deren Erkenntnissen ist das Gestein und damit der Nacken nicht geeignet, einen solchen Kopf zu tragen. Besonders durch eine lange Schnauze, wie sie Anubis hat. Bedeutet, die wahrscheinlichste Erklärung für die Proportionen ist, dass die Sphinx wirklich einen anderen, größeren Kopf hatte, aber nicht den von Anubis, und dieser Kopf wurde im Laufe der Zeit, warum auch immer, umgearbeitet. Das dachten wir zumindest bis zu diesem Teil der Recherche. Es gibt noch eine Möglichkeit. Auf der Suche nach Bildern für das Thema sind wir auf dieses gestoßen. Was, wenn das Kinn von Anubis wie hier gestützt wurde? Was meint ihr? Ist die Theorie begraben oder lebt sie weiter? Vielleicht wurde aus dieser Stütze der neue Bart geschaffen? Aber wie steht es um das Alter der Sphinx? Offiziell geht man davon aus, dass sie um 2500 vor Christus erbaut wurde. Diese Hypothesen stützen sich auf Details wie dem Nemeskopftuch und dem Bart der Sphinx. Aber der Geologe Colin Reeder sieht die Erosionsmuster an den Außenseiten der Sphinx als Beweis für eine noch ältere Geschichte. Diese Theorie behauptet, dass solche Erosionen nur durch Wasser verursacht werden können. Also in einer Zeit, als das Klima in Ägypten wesentlich feuchter war, was weit in die Geschichte zurückreichen würde. Möglicherweise bis zu 10.000 Jahren vor Christus oder noch früher. Neuere geologische Untersuchungen widersprechen Colin Reeder aber und zeigen, dass die Zusammensetzung und Lage der Sphinx nahe einem alten Flussarm des Nils darauf hindeuten, dass sie den extremen Wetterbedingungen einer langen feuchten Periode in Afrika nicht standgehalten hätte. Diese dauerte von etwa 4500 bis 5500 vor Christus. Die häufigen Überflutungen und die Erosion durch den Nil hätten den weichen Kalkstein der Sphinx stark beschädigt oder sogar vollständig zerstört. Also ist es wahrscheinlicher, dass die Sphinx nach dem Ende der afrikanischen Feuchtperiode erbaut wurde, irgendwann nach 3500 vor Christus. Das passt dann auch zu den methodischen Bautechniken des Alten Reichs. Also keine 20.000 oder sogar 800.000 Jahre, wie auf YouTube schon behauptet wurde. Die Debatte über das wahre Alter der Sphinx zeigt, wie komplex und vielschichtig die Interpretation archäologischer und geologischer Daten sein kann. Jede Theorie bringt ihre eigenen Beweise und Argumente mit sich, die sowohl von archäologischen Funden als auch von modernen wissenschaftlichen Methoden gestützt werden. Die Suche nach der Wahrheit über die Sphinx wird noch lange nicht abgeschlossen sein und erinnert uns daran, dass jede neue Entdeckung uns der Lösung alter Rätsel näher bringen kann, aber auch neue Fragen aufwirft. Was denkt ihr über die Theorien und Geheimnisse der Sphinx? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, unterstützt uns mit einem Like und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal.